Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dunstuff. Das letzte Mal habe ich ein Schweinedorf entdeckt und ich bin gerade dabei, meine Taschen zu lernen. Irgendwie. So, mein Hauptzeug, das ist alles gut, meine Waffe. Aha. Rüstungen, Feuer, Stab. Okay. So, ich brauche eine Schaufel. Denn wir plündern das Schweinedorf ein bisschen. Und es geht doch schon los. Oh, was? Nein. Danke. Hab ich schon ausgebuddelt, alles klar. Schöne Musik. Wir gehen zum Schweinedorf und plündern es ein bisschen. Da waren nämlich viele Bärenbüsche, die möchte ich gerne haben. Die hätte ich doch so gern in meinem Dorf. Lululululu. Aber die Grasbüsche hier hätte ich auch gerne. Während wir nach unten gehen, sammeln wir noch ein bisschen alles ein, was so unterwegs einsammelbar ist. Ich habe keine Nahrung dabei, aber da unten gibt es Bärenbüsche, also ist alles in Ordnung. So. Wieder mal 10 Stück. Mehr kann ich nicht stacken davon. Nämlich gerade die hier. Schwupp. Wunderbar. Das sieht doch ausgezeichnet aus. Oh ja, das gefällt mir. So, noch ein Grasbüschelbusch. Wie lange dauert es noch? 5 Tage noch bis zum Sommer? Okay, dann sollten die Biferlos ausgewachsen sein. Mich nicht mehr angreifen. Nehme ich nochmal stark an. So. Noch von den Büschen. Ab geht's nach unten. Zum großen Schweinedorf. Wo war das Schweinedorf eigentlich? Ah ja, hier. Alles klar. Da ist auch noch ein Bärenbusch, den nehme ich auch mit. So. Ausgezeichnet. Den Hut brauche ich auf jeden Fall, weil der hält kühl und im Sommer wird es anscheinend warm. Habe ich gehört. Blümchen nehme ich auch mit. Oh, hier unten ist ein großes Spinnennetz. Okay. Meinem mentalen Zustand geht es auch wieder einigermaßen gut. So fast ziemlich. Und wir sind am Schweinedorf. Großer Schweinekönig. Oh. Die machen Bienchen kaputt. Das beobachte ich doch mal, während ich hier unten mir den ganzen Stuff hole. Ah, ich habe keinen Platz mehr. So. Die Schweine werden schon wissen, was sie da tun. Ich weiß nicht, ob ich ihnen helfen soll. Ich meine, nee, lieber nicht. Ich guck mal, ob ein Schwein stirbt. Sammel mir ein, was es so liegen lässt. Ja. Mein Busch. Auch mein Busch. Jetzt brauche ich eine Schaufel. So. Schnapp. Ah, wunderschön. So viele Beeren. Das kommt mir richtig. Mist. Okay, davon habe ich noch genug, also kann ich das mal mitnehmen. So. Oh, da scheinen einige Bienen gestorben zu sein. Nun gut. Ist aber nicht mein Problem. Oh, dann war ein Skelett. Was? Da waren Stöcke. Ah ja, stimmt. Und dieses Bienenzeug. Genau. Da muss ich auch nochmal zurück. Gerade muss ich hin und her laufen. Und das da. Ich habe keinen Platz mehr. Was könnte ich denn? Schwein, bitte nicht. Bitte das nicht aufessen. Das brauche ich noch. Nein. Das brauche ich noch, Schwein. Ist etwas anderes auf. So, jetzt haben wir erstmal fast alles, was wir hier unten einsammeln können. Deswegen lade ich nochmal zurück. Nein. Hol mir ein paar Blümchen. Und lasse sie wieder fallen. Vielleicht esse ich ein Blümchen. So. Ah, mein Schweinehintern. Den brauche ich. Braucht man für viele Rezepte den Schweinehintern. Warum ist der eigentlich ganz praktisch? Aber so lange Laufwege. Mein Dorf ist einfach zu weit entfernt. Ich habe immer zu viel. Ich brauche noch mal eine Kiste. Ich muss das meine Grundausstattung erstmal reinpacken. Für falls ich auf einen Sammeltrip gehe, dann brauche ich die eigentlich nicht. Und das Werkzeuge brauche ich. Werkzeuge brauche ich eigentlich immer. Ohne die kann ich nicht leben. Aber jetzt erstmal zurück zum Dorf. Da sind wir schon wieder beim Dorf.
Wunderschön. Ah, es ist ja wieder ordentlich was gewachsen. Ich glaube, das war hier drin. Ja. Bärensträucher, ich pflanze erstmal alles an. So. Und die seltsamen Bärensträucher. Schwupp. Schwupp. Ah, mein Bärenfeld wächst und gedeiht. Wunderbar. Na. Verdammte Schaufel. Aus Gründen wie diesen brauche ich immer wieder. Warte, wie kann man nochmal. Irgendwo war doch ein Knopf, mit dem ich. Nein. Nein. Egal. Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Richtung. Die Kamerarichtung ändere. Diese verdammte Schaufel. So. Beeren in den Kühlschrank. Was habe ich da noch drin? Handvoll Marmelade. Gut. Dann. Ja, nochmal zum Kühlschrank. Saatgut. Erstmal ernten. Wunderbar. Kann nichts mehr tragen, Mist. Dann mache ich mir jetzt wieder einen Auflauf. Es gibt spezielle Kochrezepte, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie die gehen. So. So. Schön wieder angepflanzt. Ab in den Kühlschrank mit dir. So. Und so. Dann pflanze ich die Sträucher auch mal an. Ah, Sträucher. Ich habe so viele Sträucher. Ich brauche fast bald gar keine mehr. Ja. So, so. So. Dann. Die Grasbüschel. Nein, es wird Nacht, es wird Nacht. Tut mir leid, du musst jetzt. Ich hatte nichts anderes in der Hand. Ah, mein Schmortopf. Du kommst da rein. Kochen. Was habe ich noch alles im Kühlschrank? Aha, Mais habe ich noch. Alles klar. Veredeln. Holzbretter. 1, 2, 3. Strukturen, mach ich mal hier eine Kiste hin. So. Ah, was zu essen. Das gute Ratatouille. So. Ah, Nahrung sollte ich jetzt erstmal wieder angenehm genug haben. Sammeln, ernte ich die Büsche hier ab. Wunderbar. Immer her damit. Die Kiste da oben ist jetzt meine Stockkiste. Da werde ich jetzt meine Stöcke reinpflanzen. Die ich unterwegs und sammeln kann und hier aufsammeln. Muss alles geordnet sein. Alles schön und gut. So. So. Ausgezeichnet. Und ich bin noch nicht gestorben. Vielleicht war ich mal annähernd tot, aber das weiß ich nicht mehr. So 60, 40 Stöcke da rein. 16 behalte ich. Gras ernten. Ah, schon wieder Tag. Zeit vergeht gut. Könnte ruhig ein bisschen schneller vergehen. 4 Tage bis Frühling. Ausgezeichnet. Den möchte ich auch noch einpflanzen. Schwupp. So. Aus. Wunderbar. Ja, ich liebe es. So. Das da kommt da oben rein. Ich koche mir kurz mal ein paar Beeren. 3, 4. Oh, noch 3 Stück. Wunderbar. Verdammt Vogel, geh da weg. Ich habe immer Angst, dass sie das da was rausklauen. So, das kommt da rein. Aber ich habe ja noch 10 Bärensträucher zum Anpflanzen. Stell ich mal hier auf. Ja. So. Bärenstrauch, kannst du bitte dich anpflanzen lassen, wenn du so gut hast? Danke. Mache ich hier nochmal eine Reihe. Also sonst geht hier Platz auf. Also ich muss sagen, an Nahrungsmitteln mangelt es mir jetzt eigentlich nicht mehr. Sollte man meinen. Aber an Dung mangelt es mir. Ich habe keinen Dung mehr. So. Immer noch einer. So. Jetzt schnappe ich mir das. Ja. Rupfe ich mal die Teile hier raus. Ich brauche die ja sowieso nicht mehr. Ja, heute machen wir ein bisschen Gartenarbeit. Das muss auch ab und zu sein.
Und mein Bart ist schön groß und männlich. So. Dich nehme ich auch mit. Komm her. So. Ah, viel zu viel Unrat hier. Das kommt davon, wenn man Bäume anpflanzt, aber den Müll nicht beseitigt. Die ganzen Baustuben hier. Holz hacken könnte ich auch mal wieder. Ich glaube, das werde ich sogar tun. Den Wald hier roden, damit es wieder schön aussieht. So. Holz hacken. Ah, so ein bisschen Gartenarbeit tut doch auch mal nicht gut. Ist doch auch mal nicht schlecht. Wenn alles wächst und gedeiht. Jetzt habe ich keine Probleme. So. Ah, 17 Tage überlebt. Das macht mich so stolz. Ich bin so stolz auf mich. Ah, es regnet wieder. Ah. Aber die Gartenarbeit muss trotzdem erledigt werden. Da führt kein Weg dran vorbei. So, erstmal abholzen. Während der Schmetterling. Ja, das gibt gut Holz dazu. Oh. Da ist mir doch meine Axt zerbrochen. Ja. Ausgezeichnet. Oh, schon 20 Holz. Fällen. Bis jetzt noch kein Baumriese in der Nähe, das ist gut. Ich möchte auch keinem begegnen. Aber hier besteht halt, ist halt die Chance hoch, dass einer auftauchen könnte, weil so viele Bäume in der Nähe sind und die können es echt nicht leiden, wenn man ihre Freunde abholzt. Nein, da sind sie echt keine Fans davon, aber wir kriegen längere Tage. Aber nicht schlecht. Ja. Hey, ich kann wieder etwas erkennen, wie hoch meine Wasserzahl ist. Gut. Es wird bald dunkel. Auch nicht schlecht, wir haben Neumond. Haben wir den Vollmond übersprungen, oder? Oh, ich habe immer Angst, dass ein Blitz einschlägt und alles in Brand setzt. Das wäre schrecklich. Ah. Okay, ein Froschregen. Alles klar. Das ist interessant. So. Das ist sogar sehr interessant. Hey, kleiner Frosch. Komm her. Schnipp. Ah. Heiliger Bambino. Ich muss mal ein bisschen Frösche fangen. Schnipp. Gut. Aua. Ah, da muss ich aufpassen. Schnipp. So, Froschschenkel ohne Ende. Yes. Kleine Köte. Komm her. Folgt mir der andere Frosch auch? Nee. Schnipp. Ah, Froschschenkel. Da fühle ich mich wieder wie ein Franzose. Nee, eigentlich nicht. So. Die Falle ist auch bald ausgelutscht. Weh. Nasser Frosch. Nee, ich muss die wirklich berühren, damit sie mich nicht verfolgen. Schnipp. Ausgezeichnet. Mal die Froschschenkel in den Kühlschrank. Kann ich gerade mal ein bisschen ernten. Auberginen. Und eine Melone. Ab in den Kühlschrank mit euch. So. Auberginen. Da ist da. Wieder anpflanzen. Schwupp. Ja, nahrungsmäßig bin ich gut dabei. So. Oh, es wird gleich dunkel. So. Ah, shit. Ah, da wächst wieder was. Das ist ein Fröschli. Kleines Fröschli. Komm her. Komm, Fröschli. Komm her. Aua.
Na. Ah. Verdammtes Fröschli. So. Hast du aufgehört zu regnen? Okay. Kann ich den Hut mal wieder wegpacken? Fackel raus. Muss ein bisschen ernten. So. So, morgen machen wir, ich mache noch weiter an den Baumstümpfen. Da Gras sammeln. So. Wunderbar, das wird bald schlecht. Darum esse ich es einfach. Beeren zurück in den Kühlschrank. Oh, der Kühlschrank ist so gut. Ich liebe ihn. Ja. Fallen kann ich auch erstmal wieder wegpacken. So. Holz veredel ich kurz. Ich brauche ein paar neue Kisten. Zwei. Nein. Nein. Hört auf mit eurer komischen Dudelmusik. Die Hände wollen mein Feuer ausmachen. Man kann einfach so ausgetreten, dann sind sie weg. So. Nope. Danke. Oh, Beeren. Erstmal wieder Feldarbeit. Ah, wenn man sie eine Zeit lang geerntet hat, dann werden sie wieder so. Ist gut zu wissen. Hier springen immer noch irgendwo Fröschlis rum. Das ziehe ich nochmal an. Axt. Axt kaputt. So. Ah, heiliger Bimbam. Ein Baumriese. Soll ich mich mit dem anlegen? Komm, lege ich mich mal mit dem an. Hahaha. Du hässlicher Baum, Junge, du. Bam, bam. Bam, bam. Mein erster epischer Kampf gegen den Baumjungen. Bam, bam, bam. So. Bam, bam. Bam, bam. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Bam. Hör. Niemals, Baumjunge. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Schläge der braucht. Aber ich glaube, der macht meinen Rüdiger fertig. Ja. Ich weiß, dass du deine Freunde beschützen willst. Aber ich will überleben. Und da kannst du mir nicht in die Quere kommen, Baumann. Auch wenn du zur Tat schreitest. Ja. Ja. Bam, bam. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 4. Ja. Baumann. Und wieder einmal siegt das Gute im Menschen. So. Wo ist denn eigentlich meine Axt? Ach, da. Da habe ich den Baumann getötet und lebende Holzklotze erhalten. Gut. Sehr gut. Als ob er jemals eine Chance gegen mich gehabt hätte. Aber Rüdiger, 46% noch. Irgendwann brauche ich einen neuen Rüdiger. Ich hoffe noch nicht allzu bald. Ich habe einen verdammt prachtvollen Bart, wie ich gerade sehe. So, dann hätten wir hier erstmal klar Schiff gemacht mit den Bäumen. So. Dann noch ein bisschen ausschaufeln. Schnipp. So. Ah, wunderbar. Meine Schaufel kaputt. Neue Schaufel. Wie sieht die Uhr aus? Ah, es wird erst gleich dunkel. Ups, ich habe meine Schaufel nicht gebaut. Hier sind mir ein paar zu viele Frösche in meinem Lager. Wenn ich mit der Gartenarbeit fertig bin, dann geht's euch an den Kragen, ihr Frösche. Oh, zu viel Holz. Kurz zurück und lagern.
So. So. Ja, es wird wieder leicht dunkel. Mein Blumenkranz ist auch bald wieder verwelkt. Aber das ist schon in Ordnung. So. Ja, jetzt sieht sie wieder schöner aus. Ein bisschen frischer. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht mehr so wild. So. So. Ausgezeichnet. Jetzt möchte ich gerne wieder anpflanzen. Und zwar hier hinten. Nicht zu nah am Dorf. Schön ein paar Bäume pflanzen. So. Der Wald muss verblühen, Leute. Der Wald muss verblühen. Und am besten ist es hier hinten. Abseits von meinem Dorf. Dann können keine Baummenschen aufstehen und mich angreifen, wenn es dunkel wird. Verdammte Baummenschen. Ich bin ja eine gute Person, aber Baummenschen kann ich absolut nicht mehr leiden, seit sie mich attackiert haben. Seht ihr, Vögel, ihr habt kriegt neue Bäume. Das kann ich nicht tun. Ja. Na, das war klar. So, schnapp ich mir das hier. Sammeln. Die sind alle fast verwelkt, natürlich. Ey Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da habe ich wieder Holz. Und dunkles Holz. So, das verarbeite ich noch zu Brettern. Ah, das kann ich eigentlich auch da drüben machen. 6, 7, 8, 9, 10. Ein paar Strukturen baue ich hier noch eine Truhe hin. Für Weed. So. Nein, wow. Fast hätte ich es wieder ausgegraben. So, bisschen Weed habe ich dabei. Wo möchte ich noch eine Kiste? Nein, da kommt der Kühlschrank. Ne, Kisten habe ich jetzt glaube ich genug erstmal. Ich das Holz wieder verstauen. So. Das da kommt da rein. Das da kommt auch da rein. Sieht meine Nahrung aus. Das ist bald am Verwelken. So. Ah, komm, esse ich eine Runde. Nom, 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 nom. So, was habe ich denn noch alles? Ich glaube, ich gehe mal wieder auf Spinnenjagd. Demnächst. Aber erst hole ich mir Dung. Ja, es wird aber gleich Abend. Holz. Schon mal Feuer machen. Wunderbar. Oh, meine Ernte wächst und auch gedeiht. So. Mais. Habe ich keinen Platz mehr. Verdammt. Also den Mais kann ich in den Kühlschrank packen. Das kann ich auch in den Kühlschrank packen. Nahrung. Kühlbox. Stein. Okay, veredeln. Stein. Zahnräder. Ich brauchte zwei Zahnräder, oder? Nein, eins. Ein Zahnrad. Tu dich da mal da rein. Gold. Kurz da rein. Strukturen. Nahrung. Kühlschrank. So. Ah, wunderbar. Dann kommt hier oben meine Nahrung rein, die ich noch essen werde. Und da unten kommen meine Gemüse. Das, was ich so ernte über die ganze Zeit. So. Der Mais. Die Karotten, da kommt Fleisch, keine Ahnung, irgendwas kommt da rein. Weiß ich doch selbst noch nicht. So. Aber ich glaube, ich esse mal eine Aubergine. Feuerholz. Saatgut. Pflanze ich mal wieder an. Schwupp. Ich bin... Ah, doch, meinem Verstand geht's dezent gut. So, brauche ich einen neuen Blumenhut. Schwupp. So. Ausgezeichnet. Alles läuft wunderbar. Das nehme ich mit. Das Gold kommt da rein. Ah, da ist der Frösch. Da ist das Fröschli. Du kleines Fröschli, du. Komm her. Fröschli. Geht doch. Aua. So, Froschschenkel. Yummy, yummy, yummy. Mal gucken, was ich da aus Schönes zaubern kann.
kochen. So, jetzt habe ich eigentlich alles geschafft. Jetzt gehe ich mal Monsterfleisch. Und natürlich regnet es. Schwupp, schwupp. Dann kann ich doch gerade mal perfekt wieder Dung sammeln gehen. Das hört sich doch nach einer guten Idee an. Oh, und währenddessen Blümchen. Geistige Gesundheit. Ja. Oh, hier oben ist eine gute Blumenwiese. Und schon wieder die Augen. Ah, da ist der Stab. Da gehe ich, glaube ich, nachher mal hin. Aber erst der Dung. Der Dung ist am wichtigsten. Grasbüschel. So. Der Dung ist sehr, sehr wichtig gerade. Bienchen. So. Oh, ein Bärenbaum. Ne, die habe ich genug in meinem Dorf. Ich brauche mehr Dung. Viel mehr Dung. Wenn ich sie doch noch füttern könnte. Das wäre genial. So ein bisschen Gras zum Füttern geben und dann legen sie ihr Häufchen neben mich und ich sammle es auf und wir beide sind glücklich. Ja, das wäre schön. Tja, ja, mein Bart soll ich aber mal abrasieren lassen. Mir ist ganz schön warm. Also bald Sommer. Tja. Der Regenschirm hält sich auch noch gut. Das ist die Wiefaulerherde. Ja, die sind immer noch jung. Die sind immer noch zu jung. Im Sommer müssen die erwachsen werden. Autsch. Das war ein heftiger Blitzschlag. Aber zum Glück geht es mir gut. Oh, wie viele kleine Biferlos hier sind. Das sind ja fast nur noch Jungtiere. So. Oh, Junge. Biferlos. Es gibt doch nichts Schöneres als im Regen durch eine Steppe zu wandern und Kot einzusammeln. Oh, frischer Kot. Kann ich euch füttern? Nee. Mit Beeren habe ich keine Beweise. Samen geht auch nicht. Tja. Tja. Danke für den Kot. Ja, die ganzen erwachsenen Tiere sind jetzt weg. Zumindest die meisten. Tja. 7 Kot. Alles klar. Das reicht aber noch lange nicht. Kot, Kot, Kot sammeln. Ah, da liegt dieser Kot in der Mitte. Durch mein Nest der Dung. Den hätte ich gerne. Ihr Biferlos. Da liegt auch Kot. Oh, die Koten zu sehr. Ei. 8 Kot, das reicht nie und nimmer für irgendwas. Nie und nimmer. Lecker. So. Naja. Die Kotausbeute war jetzt nicht so prickelnd, aber es muss reichen. Vielleicht haben wir hier oben noch ein paar Biferlos. Ich nehme es mal stark nicht an. Lauf, lauf, lauf. Ich laufe, sammle Gras. Ah, noch ein bisschen Gras sammeln, dann kann ich besser schlafen. Oh, Regen hat aufgehört. Alles klar. So. Schön, dann kann ich meinen Blumenkranz da anziehen. Nee. Nee, hier ist absolut nichts Interessantes. Alles schon abgegrast. Dunkel ist es auch schon wieder. Es ist so dunkel. Ich sehe die Hand vor bloßer Augen nicht mehr. Rüdiger, du kommst mal bitte mit mir. Ich möchte mal diese Augen erforschen. Bevor es ganz dunkel wird. Ich glaube, da hinten waren die. Irgendwo hier hinten. Doch, die waren doch hier irgendwo. Ah, ich glaube, die waren da. Das gucke ich mir mal an. So, wo sind sie? Da sind sie.
Tja. Erstmal beiseite mit euch, ihr Augen. So. Was ist das? Blattartiges Fleisch. Und damit haben wir jetzt endlich auch... Ja, wir haben Chester. Komm mit, Chester. Oh, ich liebe Chester. Er ist die hüpfende Kiste, die mich verfolgt. Ich liebe es. Kommst du mit, Chester? Es wird Zeit, in unser Lager zu gehen. Blattartiges Fleisch. Mhm. Kann ich die... Nein, die kann ich zum Anheizen wenden. Blattartiges Fleisch. Scheint in Ordnung zu sein. Die behalte ich mal, die Zwiebel. Verdirbt die? Nein, die verdirbt nicht. Kann ich die hier lagern? So. Ja, es ist wieder Erntezeit. Das mache ich doch gerade mal. Ein bisschen dunkel. So. Dann lagere ich das mal. So. So. Was hatte ich noch? Nichts mehr, ne? Nee. Magen geht's gut, aus mir geht's super. Blendend. Formidabel. So. So. Ah, ich fühle mich wie ein richtiger Farmer. Das kommt auch noch rein. Ihr wächst alle schön. Ein bisschen Gras ernten. Wunderbar, wunderbar. Kampf. Was gibt's hier noch für Werkzeuge? Forke zum Erdboden umziehen, Rasierer. Rasierer. Was gibt's hier? Morgenstern, Morgenstern. Da brauche ich Ziegenhorn, Holzrüstung, Marmorrüstung, Footballhelm, Schlafpfeile, Boomerang, Bienenmine, Zahnfalle, Schuppenrüstung, Wetterstab. Okay. Okay. Und was gibt's noch bei Überlegen? Angel, Honigumschlag, Kompass, Rucksack, Schweinerucksack. Trägt mehr, aber verlangsamt dich. Strohrolle, Pelzrolle, Zelt. Hut der Mittagsruhe. Luxuriöser Fächer. Oh, was ist das? Daunenfeder. Verdichteter Stapel. Dicker Pelz. Okay. Da ist ein Freshvieh. Und es sitzt in meinen Stecklefeldern. So. Oh, leckere Nahrung. Noms. So, aber ich muss jetzt erstmal Feierabend machen für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.